Beim letzten Mal haben wir uns ja mal ein bisschen hier im Dorf umgeschaut. Und obwohl es da hinten noch eine Quest gibt, brechen wir jetzt mal auf zu diesem gelben Punkt auf der Map, um einfach unsere Hauptquest fortzuführen. Da hinten müssen wir hin. Es scheint ein weiter Weg bis Aden zu sein. Und ich würde sagen, wir geben jetzt einfach mal ein bisschen Gummi und schauen mal, dass wir den guten Aden aufsuchen. Denn ich wollte beim letzten Mal ja gar nicht so viel Zeit im Dorf verschwenden. Aber es ist wirklich so, wenn man die Möglichkeiten sieht, die dieses Spiel bietet, was Crafting betrifft, was Konversation, was Quests betrifft, man kann da schnell abgelenkt werden. Genauso wie mich hier diese Banditen einfach zu angreifen. Ja, selbst schuld. Da kommt noch einer vom Rand. Ja, also meine hier Chakram-Waffen sind echt der Knaller. Und man muss ja sagen, also wenn ich... Oh, es wird dunkel, merke ich gerade. Ich weiß gar nicht, ob das durch den Wald kommt oder allgemein, dass wir einen Tag- und Nachtrhythmus haben. Auf jeden Fall interessant. So, ich habe ja beim letzten Mal gesagt, ich werde diesmal ein bisschen, wenn ich Blümchen am Rand sehe, die auch pflücken. Einfach aus dem Grund... Ah, davon sind schon wieder Gegner. Ich gehe hier mal ein bisschen in Stealth. Einfach aus dem Grund, damit wir mal ein bisschen Alchemie geskillt bekommen. Wir konnten ja letztes Mal leider keinen Trank herstellen, da ich nicht genug Zutaten hatte. Oh. Ja, die Jungs haben mich gesehen. Das lief mal wieder nicht gut. Vielleicht sollte ich doch ein paar Punkte mehr in Verstohlenheit packen. Aber man muss sagen, und ich bin mir nicht sicher, ob das jetzt daran liegt, dass ich wirklich diese relativ guten Waffen schon direkt zum Anfang habe. Aber so eine große Herausforderung sind die Gegner bisher nicht. Diese Chakram fliegen natürlich auch genau immer zu den Gegnern zurück. Also ich glaube schon, dass ich hier einen großen Vorteil habe. So, hier haben wir ein paar Blümchen. Da auch. Ja gut, wenn wir im Wald keine Blümchen finden würden, würde auch irgendwas nicht stimmen. So, versuche ich das jetzt noch mit dem Anschleichen. Ich warte mal hier. Ja, er läuft natürlich genau in meine Richtung. Ja, schön vorsichtig. Gleich bin ich dran, gleich bin ich dran. Gleich habe ich ihn. Ach, verflucht. Da poppte die Taste noch nicht auf. Ja, ganz klar mein Fehler. Ah, da habe ich den Ball aus der Hand gegeben. So, auch erledigt. Hier noch eben schwarzer Gehosch. Sehr schön, mal wieder was geerntet. Ich habe momentan nicht so hohe, ihr seht hier wieder, keine Reagenzien gefunden. Keine so hohen Erntechancen, weil ich einfach noch keine Punkte in Alchemie gesteckt habe. Das könnte ich vielleicht zukünftig mal tun. So, hier haben wir auch nochmal schwarzer Gehosch. Ja, sehr schön geerntet. Oh, was hat er denn hier? Zweibeiner, bitte helft mir. Die anderen Zweibeiner sind grausam. Sie wollen nicht helfen, obwohl ich verflucht bin. Verflucht, okay. Ihr glaubt mir. Viele glauben, ich sei einfach nur ein Zweibeiner. Aber sie irren sich. Ich bin ein Wolf. Von bösen Elfen bei einem grausamen Spiel dazu verflucht, in diesem Körper zu leben. In meinem Kopf sind immer noch Wolfsgedanken, aber die Körper der Zweibeiner sind so ungeschickt, dass man damit nicht einmal Fleischvögel fangen kann. Ich muss zurückverwandelt werden. Die Elfen sind in der Nähe. Sogar jetzt kann ich sie riechen. Aber mit diesem Körper kann ich nicht kämpfen. Helft ihr mir, Zweibeiner? Das ist natürlich jetzt eine schwierige Wahl. Also die Elfen werden dem Wolf ja nicht ohne Grund in einen Menschen verwandelt haben. Ja, ist jetzt die Frage, will ich jetzt hier wirklich mir schon Feinde machen bei den Elfen? Ich sag mal, ich lehne die Quest jetzt erstmal ab. Nein, Zweibeiner, bitte bleibt. Ich brauche eure Hilfe. Wegen eures Flugs. Also es ist einfach schön, dass eine Ablehnung nicht direkt bedeutet, dass hier das Gespräch vorbei ist. Seht mich an. Ich bin immer noch ein Zweibeiner. Ah, okay, das war also nur... Nein, Zweibeiner, bitte. Bleibt. Gut. Fragen wir mal nach dem Flug, genau.
Ich wurde von drei Elfen verflucht, denen lediglich langweilig war. Hätte ich Reißzähne und Klauen, ich würde sie zerfetzen wie Fleischvögel. Meine Brüder und Schwestern halten mich jetzt für einen weiteren Zweibeiner und dulden nicht, wenn ich mich nähere. Ich habe kein Rudel mehr. Aber es kommt noch schlimmer. Euer Zweibeinerleben ist unerträglich. Genau wie diese seltsamen Dinger. Hosen. Wie könnt ihr damit bloß leben? Okay, also ich würde sagen, wir helfen ihm doch. Ich bin immer noch ein... Seid bedankt, Zweibeiner. Aber die Aufgabe ist nicht einfach. Ich brauche Wasser aus einem magischen Brunnen. Er wird von den Elfen bewacht, die mich verflucht haben. Seid gewarnt. Die Elfen sind magisch sehr bewandert. Denn der Brunnen, den sie bewachen, ist älter als dieser Wald. Und aus ihm beziehen sie ihre Macht. Die Elfen bewachen den Brunnen, der in der Nähe des Flusses im Norden liegt. Hütet euch vor ihnen. Sie sind magisch sehr bewandert. Kommt bald zurück. Okay, also wir haben jetzt die Quest angenommen. Und jetzt schaue ich gerade mal. Hier gibt es eine weitere Quest scheinbar. Ja, da oben sind die Elfen. Das ist nicht weit weg. Wir müssen eigentlich hier unten hin. Aber ich würde sagen, die kleine Exkursion machen wir mal ganz kurz. Und laufen da mal rüber. Ja, also, ich wollte... Oh, was haben wir hier? Eine Elfe. Ich wollte ihm ja eigentlich nicht helfen. Was aber eigentlich mehr an dem Synchronsprecher lag, der in gewisser Weise ja schon relativ bösartig klang. Hä? Kommt da noch was? Machen. Hirsch. Gut. Kann ich mich hier anschleichen? Schauen wir mal. Ja, ich versuche es natürlich immer primär erstmal mit dem Anschleichen. Ob das von Erfolg gekrönt ist, ist da natürlich eine andere Sache. Ja, wie hier mal wieder nicht. Oh, Elfen-Frost-Champion. Also das sind scheinbar schon bessere Gegner. Ich sehe es auch an der Farbe über... Wow, also das sind Tattoos. Oh, wow, also Halsrank. Das sind tatsächlich deutlich stärkere Gegner. Also hier habe ich aber wirklich... Mal gucken, wenn ich ein bisschen Magie in ihre Richtung feuer. Ja, denn so früh wollte ich mal wieder nicht sterben. Oh, ich sehe sogar, ich habe hier... Du hast nur noch wenig Mana, schade. Ja, scheinbar haben sich die Gegner zurückgesetzt. Tja, aber ich muss zu dem Brunnen. Ah, doch nicht zurückgesetzt. So, da haben wir einen erledigt. Oh, fuck. Ja, hauen hier mal raus. Oh, wow, wow, wow. Also ihr seht schon. Ja, wenn ich hier ein bisschen mit Magie arbeite, dann klappt das. Ah, das ist dieser Harpuner, den ich eingesetzt habe gerade. So, Quest aktualisiert. Das war's scheinbar schon. Hier schauen wir noch, was in der Truhe drin ist. Ah, da ist nämlich der Brunnen. So, also wir haben Wasser rausgeschöpft. Ja, dann laufen wir mal zurück zu unserem Wolf. Was ich vorher sagen wollte, bevor es in den Kampf ging, irgendwie, der tat mir so ein bisschen dann doch leid. Also erzählt er, ja, seine Familie und so weiter. Nicht hier, hier rum ging's. Ja, das schadet es, glaube ich, nicht, wenn wir dem Wolf helfen. Na, wo ist er denn jetzt? Ja, klasse, da oben ist er hochgelaufen. Schön, dass ich einmal mich jetzt im Kreis bewege. Und ihr seht, ich werde wirklich immer wieder so von unserem Hauptziel abgelenkt. Das ja eigentlich mal war, wir wollten die Hauptquest weitermachen und ja, wenn wir ihm jetzt geholfen haben, dann sollten uns Nebenquests egal sein. Jetzt muss ich mal gucken, denn ja, er humpelt auch immer noch. Ich wollte eigentlich nicht in einen weiteren Kampf geraten. Zweibeiner, so. Ihr kommt mit leeren Händen zu mir. Was soll das bedeuten? Der
Brunnen enthält mächtige Magie und ist so alt wie diese Bäume. Unsere Ältesten haben uns seinen wahren Namen verraten. Ihr Zweibeiner würdet ihn Wanderbrunnen nennen. Er verschwindet und erscheint wieder überall im Wald wie ein Wolf auf Jagd. Aber welche Beute verfolgt er? Bevor ich verflucht war, lag ein starker Geruch auf dem Wasser. Ich erinnere mich noch gut daran. Es war Egelholz. Vielleicht sucht der Brunnen danach. Egelholz? Das ist der Name der Zweibeiner für das Holz, das von der Stärke lebt. Ihr findet es überall im Wald. Das sollte kein Problem sein. Der Geruch des Brunnens war durchsetzt mit seinem Duft. Der Brunnen sucht nach dem Holz, ganz sicher. Okay, also wir müssen Egelholz finden. Und greifen da jetzt die Gegner an. Ja, ganz genau, erledigen wir hier die kleinen Bogger nochmal. Ja, die sind im Gegensatz zu den Feen kein ganz so großes Problem. Schnapp mal hier, was leuchtet da oben? Eine Statue. Schutzzauberbann. Autoversuch. Was ist das jetzt hier? Manche Glyphen schließen schneller wieder als andere. Achte auf die Reihenfolge des Durchbrechens. Durchbreche alle Glyphen, um den Schutzzauber zu bannen. Okay. Gebannt. Ich habe keine Ahnung, was ich jetzt gerade getan habe. Aber es hat scheinbar geklappt. Okay. So, gehen wir hier nochmal ganz kurz rüber. Ah, da haben wir dieses Holz gefunden. Also ich muss jetzt wirklich scheinbar Blümchen sammeln für den guten Mann. Da oben dürfte Gebrüder Krast. Hier ist Bornte. Ja, aber bevor wir die Borke ernten, da... ja, wobei wir könnten natürlich mal eben... Ihr merkt schon, ich lasse mich hier leicht ablenken. Ja, wenn wir die Quest jetzt eh angefangen haben, dann will ich die auch beenden, bevor wir die Hauptquest weiterführen. Ich laufe hier mal... Ja, wobei, die Elfen sind halb so wild. Ja, erledigt. Ja, ist da noch einer? Nee, offensichtlich nicht. Hier Blümchen wieder einsammeln. Ja, überall nichts drin. So, und nun laufen wir mal. So. Hier ist der Questmarker. So, jetzt können wir uns das Brunnenwasser beschaffen. Mal kurz auf der Karte wieder schauen, wo das genau ist. Ja, da unten müssen wir runter. Sind wieder ein paar Meter, aber im Grunde genommen alles halb so wild. Aber es ist natürlich was... Oh, hier greifen uns Wölfe an. Ich hoffe nicht, wir erledigen gerade dahingehend die halbe Familie von dem Kerl, dem wir helfen. Ja, und ich merke schon, Magie im Spiel ist extrem mächtig. Also wenn ich hier mal so einen Zauber in Richtung der Wölfe schicke. So, 10 Gold durch das Talent Sinnesschärfe. Okay, weiter geht's. Jetzt muss ich mal schauen. Hier geht's nicht durch. Mal kurz die Karte aufrufen. Ja, jetzt habe ich hier gerade ehrlich gesagt ein kleines Problem. Die Quest. Ich muss mal ganz kurz gucken, ob ich die Quest überhaupt verfolge noch. Mal gucken mit 10 und Klauen. Ja, wir müssen das Brunnenwasser beschaffen, immer noch, aber ich sehe gerade wirklich nicht. Hier ist nämlich irgend so eine Feste, wahrscheinlich, ja genau, diese, die Schildringfeste. Also beim letzten Mal haben wir ja in der, ich will nicht sagen in der Bar, aber im Gasthaus der Stadt haben wir ja da so einen kleinen, ja, so einen Anwärter gefunden. Na gut, wenn ich jetzt den Brunnen hier nicht finde, aber da oben auf der Karte ist er doch. Also irgendwas, das war nicht, da oben ist er mit Sicherheit, ne? Ja, da ist er. Ja, mal wieder komplett in die falsche Richtung gelaufen. Ist mir nicht zum ersten Mal passiert in diesem Spiel. Aber es passiert halt bei solchen offenen Welten. Ich meine, im Grunde genommen, bei einem Skyrim kann ich mich ja auch jederzeit entscheiden, wo gehe ich hin, was mache ich als nächstes.
So, werf mal ein bisschen Magie rein, wenn möglich. Jetzt kann ich ja auch mal diese Harpune nutzen. Da sehen wir nämlich, da hole ich mir einen Gegner ran, kann den so ein bisschen aus der Gruppe rausziehen. Hat sich also gelohnt, genau diesen Skill beim letzten Mal ja ein bisschen in den Vordergrund zu stellen. So, weiter geht's. Zu weit ist es nicht mehr. Ich glaube, hier können wir gerade durch. Ja, perfekt. Noch über die Brücke und dann sollten wir eigentlich den Brunnen gleich erreicht haben. Ah, hier kommen noch ein paar Gegner auf uns zu. Ja, also Magieskillen ist echt gar nicht mal so eine doofe Idee gewesen. Also zumindest so ein paar Punkte da reinzustecken. Man muss echt sagen, geht ziemlich ab. Ich habe fast so das Gefühl, dass Magie ja mit unterwegs am stärksten im Spiel ist. So, also hier folgt wirklich ein Kampf auf den nächsten. Ich laufe immer so ein bisschen querfeldein. Er ist noch ein ganzes Stück bis nach oben. Lassen wir hier mal die Gegner stehen. Aber wir müssen eh da hoch. Lass mal gucken, nicht, dass die von hinten... Ja, die kommen nämlich tatsächlich an. Da holen wir uns mal einen wieder ran. Ja, und ich kann natürlich auch mein Schild rausholen, aber in gewisser Weise ist es natürlich ein bisschen einfacher, einfach auszuweichen. Glaube ich. Hoffe ich. Ja, ich muss hier aufpassen. Ich habe nicht mehr so viele Heiltränke. Das könnte sich natürlich schnell zum Problem entwickeln. Aber ich habe natürlich echt den Vorteil... Ah, der Kerl da hinten. Dass meine Chakra-Waffen immer so genau ins Ziel treffen und... Ja, perfekt. Ihr seht es hier. Na, ist immer nicht erledigt. So, jetzt aber... So... Jetzt schauen wir mal, was die Kerle fallen gelassen haben. Und ich sehe schon vor dem Brunnen, ja, da sind tatsächlich scheinbar Gegner. Jetzt muss ich mal ganz kurz schauen. Ich habe ja dieses Schnellmenü, da ist noch nichts drin reingelegt. Vielleicht wäre es ganz gut, bevor wir jetzt in den Kampf gehen, mal eben kurz zumindest ein paar Tränke auszurüsten. So, ich habe nämlich hier Mana-Tränke. Die lege ich jetzt mal auf dieses Gegenstandsrad. Ein Zorneschlitzer, was ist das? Plus 10 Blutungsschaden legen wir auch mal da rein. Denn das könnte mir im Kampf natürlich behilflich sein. So, und jetzt hier ein paar Blümchen pflücken. So, dann schauen wir mal. Na, wollen die direkt kämpfen? Ja, hier wird direkt gekämpft. So, jetzt setzen wir mal wieder unsere, unseren Seelen, Seelenschnitzer ein. Hier, Seelenbrecher hieß das Ganze ja, glaube ich. Also quasi den Super-Angriff, den wir haben, wo wir alle Gegner im Umfeld direkt erledigen. Ja, scheinbar doch nicht alle. So. Ja, einfacher Kampf. So, hier plündern wir nochmal. Was haben wir hier drin? Ein Schloss lässt sich schwer öffnen. Gucken wir mal. Da komme ich schon mal nicht durch. Ja, das System finde ich ehrlich gesagt ein bisschen ungewohnt. Also mit diesem... Vielleicht weil man es aus Skyrim einfach so gewohnt ist, dass man... Dass die Sache anders läuft, aber nun gut. So, hier haben wir auch noch einen. Schattenprisma, eine Klinge. So, und wo ist jetzt der Brunnen? Bin ich jetzt gerade blind oder... Es sollte doch eigentlich... Ach, der Brunnen hat... Ja, klasse. Der Brunnen ist ja ein Wanderbrunnen und scheinbar wandert der Brunnen. na gut, ich würde sagen, an der Stelle, wir sind jetzt bei 18 Minuten, ich mache hier mal einen kleinen Cut und beim nächsten Mal versuchen wir dann tatsächlich mal den Brunnen dingfest zu machen und hoffentlich endlich mal wieder zur Hauptquest zurückzukommen.